Hallo Kirmesfreunde, es geht wieder los. Ich bin jetzt hier in Bottrop auf der Karnevalskirmes, die fängt morgen an. Und das ist der erste Rundgang in diesem Jahr, diese Saison. Ich nehme euch mal mit hier. Ihr seht gleich am Anfang, das ist hier der Dance Jumper. Und da daneben ist so ein Scheibenwischer, der Air Race. Haben wir hier den Love Express von Kraft. Steht ja meist hier an dieser Stelle. Diese tolle LED-Beleuchtung. Da ist schon alles aufgebaut. Wie gesagt, morgen Altweiberfastnacht fängt das hier an um 13 Uhr und 11 Minuten. Ist die Eröffnung. Dann haben wir hier Kinderparadies für die Kleinen. Ja, wie gesagt, ich mag die Kirmes in Bottrop hier sehr gerne. Die Karnevalskirmes war das letzte Mal vor 3 Jahren, bevor dann Corona kam, war hier eigentlich die letzte Kirmes im Umkreis. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier durch und schauen mal, was es hier zu sehen gibt. Ich muss noch einkaufen, ich habe doch immer nicht die Ware einkaufen. Ich habe keine Ware. Sag ruhig da drüben. Ich habe keinen Pizza. Steht sowieso kein Wort. Ball werfen, Discoball. Ja, wir mittags jetzt und das ist ja auch schon fast fertig. Ja, natürlich Schmalhauseis, alles noch am Sauberwienern. Immer fleißig. Kartoffeltwister. Garten. Trampolin. Für die Kinder ein kleines Kettenkarussell. Holländische Spezialitäten. Und hier ein kleiner Kinderexpress. Für die ganz Kleinen. Schlemmerhütte und der Extreme, 42 Meter hoch, 3,5 G-Kräfte, das ist schon mega, siehst du, da steht es auch, 120 km/h Geschäft. Mutig für die Leute, die sich trauen, da drauf zu gehen. Ja.
Und hier wieder der Pressluftflieger Star Trek. Und hier haben wir das Laufgeschäft Time Factory. Ja, Time Factory. Ist 18,6 Meter lang, Breite 11 Meter und die Höhe beträgt 9 Meter. Also ich denke mal schon, das lohnt sich da durchzulaufen. Hier auch noch mal Ball werfen. So, und hier geht es am Busbahnhof vorbei nochmal auf dem Platz, wo der Breakdance steht. Ein Autoscooter Millennium und Crazy Jungle, eine kleine Achterbahn. Kommen wir gleich hin. So, da wird auch noch hier gleich der Breakdance, den sieht man von hinten, der wird noch aufgebaut. Ja, der Breakdance Nummer 1 von Bonner. Hier wird alles noch auf Vordermann gebracht. Die tollen glänzenden Gondeln. Ja. Hier innen habe ich Kabel nachgeguckt. Ne? Da ist Kabel alles feste und Sicherung. Mein Stecker, ne? Alles feste. Und gegenüber Crazy Jungle. Die Achterbahn für die Kleinen. Aber natürlich ist das auch für Erwachsene. Auch mitfahren. Dann haben wir hier wieder Süßigkeiten. Hier haben wir noch die Grillstube. Und hier haben wir den Millennium Drive. Da werden die Autos gerade platziert. Ich finde, die haben immer ganz schöne Beleuchtung. Mir gefällt das unheimlich gut. Dann haben wir hier auch noch mal ein Karussell für Kinder. Knusperhaus. Und hier haben wir auch noch mal Ballermann 6.
Ja, das war's hier in Bottrop. Sieht sehr schön aus. Es riecht schon nach Süßigkeiten, es riecht nach Kirmes. Man kann sich das irgendwie auch alles so fühlen. Ich hoffe, euch gefällt dieser Rundgang. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und dann freue ich mich, dass wir uns dass ihr euch das Video anguckt, dass wir uns vielleicht auch mal irgendwo sehen. Tschüss, euer Uwe NRW.